Hallihallöchen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Doken Battle. Ja, als ich heute Morgen aufs Handy geschaut habe, was es Neues gibt, habe ich einen kleinen Schock bekommen. Aus dem Grund, weil wir nur 24 Steine haben. Noch. Es gibt ja jetzt über die Einlog-Belohnung noch mal ein bisschen was mehr. Dazu wären wir schon mal bei 34. 35 sogar. Dann fehlen ja jetzt immer noch 15, weil neues Summon-Pack am Start ist. Kann ich ja mal zeigen, weshalb ich mich so am Ärgern bin. Natürlich wegen ihnen hier, weil Omega Shenlong schon ganz nice ist. Aber halt unter anderem wegen Gogeta. Das ist echt ärgerlich. Broly ist auch ganz nice, den hätte ich auch gerne. Ja. Der Rest ist noch nicht, also bei dem Rest, das ist mir eigentlich egal, die muss ich nicht unbedingt haben, aber halt Gogeta und den Shenlong, den würde ich halt definitiv gerne haben wollen. Das heißt, sehr wahrscheinlich, mit Glück werde ich jetzt die Tage mehr streamen. Beziehungsweise öfter, weil ich ja jetzt Steine farmen muss, wie bescheuert, um halt die 50 voll zu kriegen, um das Pack zu machen. Ja, da haben wir ja gerade geguckt. Jetzt habe ich nochmal gesehen, dass wir auch nochmal neue Dailies am Start haben. Zuletzt hatten wir ja diese Luna Dailies, jetzt sind es diese Global DLC Dailies, die wir jetzt haben. Ja, und da werde ich dann mal direkt starten. Warum macht der Sound hier jetzt so Mucken? Keine Ahnung. Warum hängt sich das Spiel weg? Okay. Das habe ich nicht verstanden. Na gut. Also, Event mache ich jetzt erstmal für die Daily den Roshi, mache ich da das Training. Weil die Dinger geben ordentlich Erfahrungspunkte. Die sind zum Level halt sehr, sehr gut und daher will ich das halt auf jeden Fall erstmal machen. Ich nehme einfach den mit ins Team. Und dann mal schauen. Ja, ob wir dann wie schnell wir die letzten 15 Steine zusammenkriegen. Ja, mal schauen. So, die goldenen nehme ich natürlich auch immer gerne mit. Zum Trainieren brauchen wir noch genug. Und falls wir Gogeta oder Shenlong kriegen sollten, brauchen wir eh nochmal viel mehr Items, um zu trainieren. Ich hoffe halt, ich kann das Pack auch irgendwie zweimal machen oder sowas, bevor es weg ist. Ich bin echt gespannt. Achso, schon, den haben wir ja gar nicht gehabt. Dann lasse ich das auch erstmal so ohne wegskippen. So. Aber die nächsten Tage werde ich dieses Event dann halt auch wieder wegskippen. Wenn man es einmal kennt, reicht es ja auch. Ja, doch, ist richtig. Ich dachte gerade, ich hätte jetzt hier wieder nicht aufgepasst wegen schwach. Aber alles gut. Ja, drei Stück sogar. Hoffentlich auch rote. Haha. Das wäre natürlich echt cool. Aber naja, man kann ja jetzt noch nicht wissen, ob man dann Gogeta oder sonst was irgendwie bekommt. Ich würde es natürlich hoffen. Aber ich bin da mal gespannt. So, 2000 XP
fehlen uns noch. Das heißt, wir sollten eigentlich mit Rang ab das irgendwie hinbekommen. Turtle Training. 50 Stamina. Wir müssen dann nochmal normales Training machen und 3 Stages erfolgreich aktivieren. Ich mache jetzt erstmal das Training, damit ich das nicht vergesse. Jetzt sind wir schon mal bei 36 Steinen. Haben wir denn noch einen, den wir da irgendwie reinmachen können? Boah, nehmen wir den hier. Und gucken wir nochmal, ob wir was Blaues haben. Jo, 4. Na, immerhin ein Level. Ist ja gar nicht so schlecht. So, dann hätten wir die Daily nämlich auch durch. Dann gucke ich jetzt erstmal nach. Ja, ich wollte die eigentlich noch gar nicht annehmen. Voilà. Hi. Ich habe noch kein gutes Deck. Ich habe erst angefangen. Ich kann es aber halt gerne noch mal zeigen. Ach, nicht Team. Training. So. Machen wir erstmal so. Und nach Seltenheit sind halt noch meine einzigsten. Noch habe ich nicht mehr. So. Ja. Dann mache ich erstmal nochmal. Ja, Quest. Weiter. Muss ich natürlich wieder wissen, wie viel XP ein so ein Level gibt. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt 36 erstmal noch. Das heißt, wir ballern jetzt ordentlich die normalen Quests durch. Machen wir nochmal einen Dragon Ball. So. So, ich bin im Englischen, also von der Aussprache her, nicht so gut. Daher schreibe ich das jetzt lieber. Weil ich gerne mal von der Aussprache so ein bisschen Probleme habe. Aber ich werde das noch alles lernen. Falls es dann irgendwann mal klappen sollte, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich vielleicht dann das auch Englisch und deutsche Streams mache. Aber ich bin halt von der Aussprache noch nicht so wirklich sicher. Daher habe ich jetzt erstmal nur Deutsch gemacht. Um auch zu gucken, ob das halt mit dem Streaming halt was für mich ist. Ob das auch, ob auch genug Leute dabei sind. Ob es halt irgendwie auch Sinn macht auf Dauer. Ja, muss halt in erster Linie auch Spaß machen. Bisher macht es mir auf jeden Fall Spaß. Thank you.
Ja, muss ich halt immer mal wieder jetzt im Chat gucken. Entschuldigt bitte. Dass ich dann ein bisschen still bin. Muss ich ein bisschen konzentrieren, was mit dem Englischen angeht. Drei Super Vigettos, na das ist natürlich nice. Drei Stück. Very, very nice. Very nice cards, yes. Very nice cards. So, jetzt habe ich natürlich die Nummer 2 da irgendwie verballert. So, das ist die stille Episode, entschuldigt bitte. So, weiter geht's. Jo. Ja, einen neuen Account machen ist halt immer schwierig, dass man da dann auch die richtigen Karten bekommt. Ist halt alles eine reine Glückssache. Und mit dem Glück habe ich es nicht immer so. Obwohl ich mal sagen muss, in Rollenspielen habe ich schon eigentlich viel Glück. Was so Equipment-Drops angeht oder sich aufwerten von Sachen. Das ist schon eigentlich ein guter Glücksfall immer bei mir. Nur hier ist es halt ja, so Mittelglück. Hab auf meinem Account schon ordentliche Charaktere gezogen. Einige gute. So, jetzt haben wir das. Beutel aus dem Mund. Ja, und dass hier natürlich auch dann der Fall wird, ob wir hier dann Gogeta und oder sonst was kriegen. Muss man halt im schlimmsten Fall halt ordentlich Steine für ausgeben. Aber dadurch, dass wir jetzt dieses 130 Millionen Global DLCs haben, sollten wir eigentlich ordentlich an Steinen noch was bekommen. Dann kommt ja noch das Turnier, das 13. Da kommt sicher noch einiges zusammen. So. So, das hätten wir nun auch. Leicht gibt halt nicht so viel. Aber wir haben immer einen neuen Dragon Ball bekommen. Dann fehlen uns ja noch ein paar. Ich mache jetzt erstmal wieder Stufe 2. Oh, ich wollte eine runtergehen.
bzw. 2 runter. Gehen dann erstmal hart nochmal weitermachen. Das gibt ja mehr XP. Und dann werde ich mal schauen, ob ich da eventuell auch ja, noch Rang abbekomme. Das wäre ja eigentlich cool. Dann könnte ich noch ein bisschen länger streamen bzw. farmen. Die Steine. Weil da bin ich jetzt auf jeden Fall hinterher. Vielleicht hätte ich mal das Affenpack nicht machen sollen und die Steine dafür sparen sollen, für das neue Pack jetzt. Aber da ja eh ständig neue Charaktere reinkommen, kann man das ja eh nicht wirklich alles sparen, weil irgendwo braucht man halt schon irgendwie alles. Ja, jetzt haben wir hier einen schönen Krillin. Mal sehen, was Baba für mich hat. Drei haben wir. Den nehmen wir doch auch. So, Krillin. Physisch, okay. Aber da haben wir ja Rot noch für. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Die zweimal tauschen. Ist mir alles zu wenig KI hier, das Ganze. Ich guck gleich mal, ob ich in den nächsten Runden in der Freundesliste oder als Freund halt jemanden adden kann, der vielleicht schon Gogeta hat. Da bin ich mal gespannt. Das wäre ja schon cool, wenn dann da einer annehmen würde. Dann würde einiges schon mal leichter laufen. Besonders hier in den Hard- und Zed-Hard-Dingern am Anfang. Dann könnte ich nämlich die Zed-Hard-Dinger mit Gogeta auf jeden Fall durchziehen. Und da werde ich jetzt erstmal gucken, ob ich da echt die nächsten Runden ein Gogeta reinkriege. Das wäre ja echt cool. Erstmal abwarten. So, den haben wir auch gleich platt. Physisch macht den kaputt. Das heißt, wir machen den nach vorne. Na. Der sollte aber jetzt eigentlich weg sein, hoffe ich doch. Der blaue Cell, der ärgert mich immer noch im Team. Ich will den eigentlich schon raus haben. Am besten halt auch, wenn es gehen würde mit gegen diesem Äffchen. Oh. 10k, immerhin. Doch noch nicht fertig. Dann nehmen wir den roten nochmal nach vorne. Und dann lassen wir Bardock eine Runde Super Attack machen. Obwohl, reicht nicht. Oh, wegen 1 wieder. Dann hätte ich den blauen Goku nach vorne machen sollen. Wäre vielleicht besser geworden.
so, das haben wir auch. Mal sehen, wie viel XP ich jetzt bekomme. Ja, das ist doch super. Das heißt, wir können Rang abmachen. Juhu! Wollen wir mal gucken, wie viel das jetzt noch kostet. Rang ab 8. Dann haben wir hier 8. Das wären 16. Ja, dann mache ich jetzt einfach Rang ab. Dann sind jetzt halt ein paar KI halt verloren gegangen. So, haben wir irgendwo einen Gogeta? Nee, haben wir nicht. Aber der ist auch gut. Den habe ich gesehen. Ja, Nemba auch sehr gut. Na, Vegetto natürlich ganz, auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie ich noch alles angefragt hatte. Wenn ich als Freund noch drin habe. Ich nehme jetzt den Vegetto. So, habe zwar wenig Agel im Team. Aber den kann man gut verwenden. So, jetzt können wir gleich dann Rang abmachen. Dann können wir noch mal ein bisschen farmen gehen. Ich gehe jetzt einfach mal links lang. Ich habe ja mal nicht nach Dragon Balls geguckt, die Schlaumeier. Aber hier haben wir anscheinend gar keinen. Eine 1 und eine 2 aufbewahren. Gut, werde ich tun. Noch habe ich ja eine. Und eine 1 bräuchte ich eventuell auch. Ich habe ja gerade gesehen, goldene Kapsel hinterm Roshi. So, den hätten wir dann auch. Na, ob wir das aber heute noch mit den 50 Steinen schaffen, weiß ich nicht. Im schlimmsten Fall halt morgen. Oder halt später noch an dem Stream, weil ich am Abend wohl dann nochmal den Stamina-Balken leer machen werde. Weil ich muss ja jetzt echt farmen ohne Ende. Weil sonst kann ich das Pack leider nicht machen und ich will es halt auf jeden Fall gern machen. Gut, dass ich noch ein bisschen Steine auf Tasche hatte. Naja, die 2 und 1 wollen wir behalten. Weil, ja, sonst hätte ich mich noch mehr geärgert, wenn ich jetzt bei 0 Steinen oder so gewesen wäre. Aber noch kriegen wir ja auch noch genug. So ist es ja nicht. Und Int. Int haben wir. Reicht nicht, ne? Nee. Aber so viel Leben sollte der nicht haben. Okay, ich nehme es zurück. Der hat schon ein bisschen was an Leib. Na, dann sollte mal Vegetto jetzt ordentlich Damage machen. Wir haben ein paar blaue. Jetzt nehme ich mal die grünen weg. Und guck mal, ob blau dann. Ja, super. Das haben wir natürlich genug. Dann macht Vegetto den jetzt auf jeden Fall kaputt. Auch wenn das schwach ist. Aber das reicht dickend. Na, wenn er das nicht sogar noch macht. Aber ne, nur fast. Also, Vegetto macht schon. Sehr schön. Den werde ich direkt mal als Freund anfragen, wenn es nicht zu spät ist und der schon voll ist. Weil so spezielle Charaktere, die kriegen halt viele Freundschaftsanfragen. Viele und ständig. Da wird das halt schwer, dann welche reinzukriegen. Och, wegen 17. Ist das jetzt euer Ernst? Allen Ernst ist jetzt wegen 17 XP. Na, siehst du, der war nämlich jetzt voll. Na, dann bleibt uns da nichts anderes übrig, als das allererste Level zu machen. Ja, das kostet noch 4. Mal gucken, ob wir noch was
was wir hier noch haben, was wie viel das hier kostet. 4, hier sind 6. Ja, dann nehme ich das obere. Das hatten wir zwar schon, aber ich mache es halt jetzt, um Rang abzumachen, zu werden, wie auch immer. Hier eine Runde Zelle hauen, das hatten wir ja am Anfang schon irgendwann. Ich hatte gesagt, ich wollte die immer nur einmal durchlaufen lassen, die Schriften, die dann halt immer kommen, der Text am Anfang. Nein, nicht die 2. Jetzt hätte ich fast die 2 geklickt, wo wir die 3 haben. Jetzt mal gucken, ob links oder rechts. Da ist eine Blockade, da auch. Fragezeichen, silberne Kapsel, dann gehe ich doch links rum. Obwohl man die silbernen roten gerade eigentlich gar nicht braucht. Weil wir ja dieses Turtle Training jetzt gerade haben. Ja, dann mal wieder die 2. So, das hätten wir auch. Das hätten wir auch. Und Tschüsschen. Und nochmal 2 Karten, das ist gut. Die kann ich zum Leveln halt später gut noch gebrauchen. Ja, das Problem ist halt nur, wenn ich einen Gogeta oder sonst was kriegen sollte, ich habe halt keine Teampunkte. Und dann versauern sie auch wieder im Inventar. Das ist natürlich echt unschön. Hui, Bardock verwandelt sich. Natürlich dann wieder bei einem Level, was relativ leicht ist, das war ja wieder klar. Aber besser als gar nicht, würde ich mal behaupten. So, den hätten wir. Somit haben wir jetzt auch Rang ab. Gott sei Dank. Dann können wir nochmal einen ganzen Stamina-Balken weghauen. Gucke ich gleich mal, ob man vielleicht das Steine-Farmen mit Dragon Ball-Farmen irgendwie kombinieren kann. Ob wir da die Levels freigeschalten haben oder halt noch bekommen, wie auch immer. Na, Rang 27 ist doch schon mal was. So. Gucke ich nochmal nach den Dragon Balls. Beziehungsweise gucke ich erstmal nochmal nach Mission, was ich da annehmen kann. 40 Steine, es fehlen nur noch 10. Juhu! So, und hier kriegen wir auch nochmal durch die Daily einen Stein. Das heißt, es wären schon mal nur noch 9. Shenlong. Die haben wir noch nicht. Die Map, die haben wir. Die haben wir auch noch nicht. Das heißt, die können wir machen. Und ich könnte sie sogar auf hart machen. Aha, okay. Geht nur auf leicht. Gut, dann machen wir die. Für den Dragon Ball. Ich guck nochmal, ob wir einen Gogeta finden. Ja, ein Gogeta. Den nehmen wir direkt mit ins Team. Und wir brauchen wieder eine 2. Schön aufbewahren. Haben wir denn noch eine? Nee, noch nicht. So, gucken. Immer noch keine 2. Links. Links als auch rechts.
kann man beide nehmen. Gehe ich mal links rum. Oh, da bin ich aufgepasst. Der ist nämlich jetzt effektiv. Gott sei Dank ist der dann direkt kaputt. Naja, ist ja auch nur leicht, also ist das auch nicht ganz so schlimm. Sehr schön. Das hätten wir dann auch. Aber immer noch keine 2. Dann noch einmal hier ein bisschen Weg. Wieder eine 3. Dreier und Vierer sind wohl heute irgendwie Standard hier drin. Wieder eine 4. Nicht, dass ich das Level nochmal machen muss, nur für diesen Dragon Ball. Aha, da ist sie doch, die schöne 2. Genau die wollte ich haben. So, Gogeta. Ja, dann machen wir erstmal. Okay, kommt das Rote wieder nicht so runter, wie es soll. Schade. Aber der macht genug Schaden. Macht der mit normaler Attacke fast genauso viel wie der Gohan mit Super Attack. Schon nice. So, 4. Und die 2 haben wir gesagt, die behalten wir. Ja, das ist richtig rum so. Na, da fehlt natürlich dann... Ach nee, der macht dann Super Attack. Ja, grün fehlt dann wieder einer. Schade. Aber eigentlich... Nee, ich glaube nicht, dass er den kaputt macht, oder? Nee. Dann halt nochmal. So, dann den Dragon Ball, dann fehlen nur noch 2. Können wir uns wieder bei Shenlong einen Wunsch erfüllen. Jetzt dauert das natürlich mit dem Rang ab erstmal wieder. Na, nur noch 2. Gucken, ob wir den anfragen können. Oh, cool. Hoffentlich nimmt er dann auch an. Das wäre ja echt cool. Achso, ist richtig. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ja, hier weitermachen oder halt dann hier. Wie viel brauche ich denn hier noch? 1, 2, 3, was? 3 Stück. Ja, dann mache ich hier die Hard erstmal. Gibt dann aber ein bisschen mehr XP. Dann suche ich mir nochmal einen Gogeta raus. Falls es einen gibt. Nö, haben wir nicht. Dann nehme ich den da. Hier ziehe ich dann auch einfach mal gerade durch.
ist um die weiße Medaille lieber, die Awakening-Medaille. Ich kann jetzt auch hier nach rechts gehen. Oh, nö, muss nicht sein. Ich gehe einfach den Mittelweg. Klar könnte man nur noch ein bisschen mehr sammeln, aber da ist halt auch nicht wirklich was Goldenes bei, wo man jetzt sagen könnte, oh, das muss man unbedingt haben. Daher mache ich das mal auf die Schnelle einfach so durch. So, das hätten wir auch, denke ich mal. Die werden jetzt auch alle K.O. gehen. Ja, ich mache jetzt erstmal nur die drei auf hart noch, weil wenn ich den dritten dann durch habe, dann kriege ich ja wieder zwei Steine, weil ich dann ein Gebiet auf einer Schwierigkeitsstufe komplett, also alle Maps halt geschafft habe. Und daher mache ich jetzt erstmal die drei auf hart, bevor ich dann weitermache und Dragon Balls farme oder freischalte die Maps, wie auch immer. Weil das halt einfach nur, damit ich schneller halt an die 50 Steine irgendwie drankomme, muss ich dann definitiv schon mal eine Map weniger machen. Grün auf blau ist richtig, das nehmen wir. Nur gibt es da wieder nicht genug Grün für Bardock. Ne, auch so leider nicht. Natürlich auch die zwei Grüne nehmen können, hätte ich nochmal ein KI mehr gehabt, aber da der ja eh keinen Super Attack macht, naja, das wird halt nicht so wild. Ja, dann mal gucken, ob wir noch ein paar Rote kriegen. Rot. Ja. Somit wäre der dann wohl weg. Auch wenn es vielleicht dann schwach ist. Nein, nein, blau auf rot wäre effektiv, genau. Das heißt, es ist jetzt schwach. Aber es müsste eigentlich reichen. Jo. Tut's auch. Ja, jetzt kriegen wir ja noch einen. Da oben. Nehmen wir mal das KI mit. Noch einen Gegner. Ja, der nach vorne. Grün haben wir dann auch wieder nicht genug. Nehmen wir mal rot. Dann kriegt Zell die ganzen blauen. Na, jetzt kommt das Grüne natürlich runter. Dann, wenn man es immer braucht. Natürlich den Goku nach vorne machen können. Aber jetzt ist er wahrscheinlich eh weg, allein wegen dem Gott Goku. Na, sauber. Und fertig. Haben wir jetzt drei erfolgreich abgeschlossen, glaube ich, ne? Dann kriegen wir nochmal eine Daily, genau. Die Daily ist dann fertig. Dann noch ein Stein. Ich frage den einfach mal an. Aber ein bisschen verschiedene Charaktere dann, die man dann als Freund mit reinnehmen kann.
Vielleicht kriegt er ja irgendwann auch nochmal ein paar gute. Oh, sogar noch ein Stein. Das sind dann 44. Na, klicke doch an. So. Nur noch 6 Steinchen dann. Dann können wir das neue Pack endlich machen. Nein, falsch. Genau da. Den dann noch und den da drunter. Da sind wir bei 47 und dann fehlen noch 3. Oh, da hat einer den Broly bekommen. Noch ein Gogeta. Oh, der grüne Berus ist auch ganz nett. Nur wird er jetzt halt nichts bringen, weil wir halt nicht unter 30% HP kommen. Ich nehme den jetzt mal. Gogeta habe ich angefragt. Jetzt nehme ich mal den grünen Gotenks. Braucht man hinter dem Stopp oben noch irgendwas Besonderes? Da sind goldene. 1, 2, 3, eine 5 eventuell für die silberne Kapsel. Ja, die 5, die hätten wir ja. Haha. Quasi. Die behalte ich jetzt auch erstmal auf Tasche. Na, wenn nehme ich jetzt ein solchen goldenen Support mit, dann mache ich mir die 5 jetzt erstmal kaputt. Vielleicht kriegen wir ja nochmal eine 1 später. Oder halt 3 und 2 geht natürlich auch. So, dann nehmen wir dich. Oh, 42.000 Leben für den Anfang ist natürlich auch ganz cool. So, das haben wir auch. Cool, nochmal 2 Karten gekriegt. Ja, die 4 geht ja nicht anders. Ich krieg nochmal ein bisschen Schaden ab. Und die 3. Gut, geht auch physisch. Machen wir so. Obwohl, mal gucken, ob der Grün runterkommt. Super Attack, dass man das mal zeigen kann. Ja, natürlich nicht. Geben die sich denn auch KI? Ne, die machen sich nur Damage Boost. Dann versuche ich es mal so. Schade, schade, oder? Reicht das? Ne, ne? Doch, ja, cool. Gotenks kann da ja nicht mal Super Attack zeigen. Der hat im Übrigen, glaube ich, 3 verschiedene Super Attack Formen. Was natürlich schon sehr übel ist. Und die mit den 11 KI ist wohl stärker als die mit den 12 KI, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe. Da macht er irgendwie mehr Damage, weshalb und warum, keine Ahnung. Wo daran der Sinn drin hängt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber die Macher werden sich da wohl schon was irgendwie gedacht haben, ne? So, das hätten wir
auch. Ja, den frage ich an. Na, der hat natürlich auch wieder Freundesliste voll. Den kann man nicht mehr nehmen. Gus. Richtig? Was ist richtig? Hallo erstmal. haben wir noch einen Gogeta am Start? Ich will alle Gogetas im Spiel haben. Nee, Spaß. Aber auf jeden Fall genug davon. Vier, sechs, nach links, nach rechts. Gehe ich gerade durch. Weil ich dann eh schon auf dem Fragezeichen lande. Ich habe ja nicht geguckt, ob hier ein Dragon Ball ist, aber nee, ich glaube, das war ja erst in den späteren Maps. Wir haben ja bis hier schon alle eingesammelt. So, eine 2 für KI, die ich noch genug brauche. Ein KI. Natürlich sehr viel. Grün. Reicht nicht, nein. Rot reicht auch nicht. Oh Mann. Ja, da kloppen wir uns eine Runde tot. Ach so, ja, genau. Ja, ich kann mir halt nicht erklären, warum 11 stärker ist als 12. Kannst du dir das erklären? Ich verstehe das nicht so ganz. Hab den Sinn dahinter irgendwie noch nicht ganz gerafft. Ich weiß nicht, was die Hersteller sich dabei gedacht haben. Weil je mehr KI, umso stärker sollten sie ja eigentlich sein. Aber okay. Hätten sie vielleicht die Attacke tauschen sollen oder so. Können, wie auch immer. Na, dann hauen wir die zwei auch nochmal weg. Blau geht auf Rot. Tauschen wir dann einfach mal eine Runde. Lassen wir mal für den Buu. Ah, okay. Ja, das stimmt schon. Wenn man natürlich volle KI-Leute drin hat, die dann eh alle Super Attack schon Max haben oder so, dann ist das natürlich echt schwieriger zu bekommen. Aber als ich das Vegetto-Event gemacht habe, habe ich den ja immer mit reingenommen. Als Freund, weil ich den Gotenks ja leider nicht habe auf meinem großen Account. Jetzt nicht hier, aber auf meinem Ding halt. Welcher Buu? Wie welcher Buu? Habe ich Buu gesagt? So, zwei Sterne, sag ich, Steine.
Gut, Gogeta als Freund angefragt. So, noch 3 Maps. Dann haben wir endlich 50 Steine und dann wird das neue Pack natürlich direkt gemacht. Ja, das stimmt. Das ist natürlich echt übel. Da gibt's einige, die gut zu Cell gesagt. Oh. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Oh. Das war dann keine Absicht. Da habe ich dann einen kleinen Wirrwarr wieder im Kopf gehabt. Das passiert mir gern mal. Aber eigentlich weiß ich, wie die Charaktere heißen. Oh Mann. Peinlich. Ah, cool. Naja, ich weiß, ihr habt's einen Server. Meins bestimmt die vierfachen Goku und Vegeta, ne? Die meint sie sicher. Oder halt hier Black oder sowas. Was die ja noch haben. Was machen wir denn jetzt? Nur noch Zink, Stamina. Mache ich jetzt einen der neuen oder mache ich jetzt wieder hart? Ich glaube, ich mache erstmal den auf hart weiter. Gucken wir mal, wie wir was Schönes drin haben. Was man gebrauchen kann. Oh, der hat den Omega Shenlong schon. Tü. Wie fies. Ja, Omega Shenlong ist doch jetzt mit in dem Gogeta Pack mit drinne. Also, da ist auch Gogeta mit drin, sagen wir es mal so. Jedenfalls auf dem Global-Server wurde ja heute Morgen mit reingenommen. Deswegen will ich das Pack ja unbedingt machen. Gogeta und halt den Omega Shenlong. So wie man jetzt hier sieht. Der hat den schon. Irgendeiner. Den werde ich jetzt mal als mit ins Team reinnehmen. Aber ich glaube, dafür werde ich dann eine Zetard-Mission machen. Ja, deswegen will ich ja unbedingt die 50 Steine jetzt noch zusammen farmen, damit ich halt direkt das halt machen kann. Ich nehme jetzt... Oh nein. Dauert noch eine Minute. Na gut, dann nehme ich doch den normalen. Ja, der japanische Server soll gut sein. Habe ich mir schon mehr als einmal zu hören gekriegt. Weil die halt so oder so viel weiter sind als wir. Kann mir wieder nicht entscheiden, weil ich schon eine Map machen soll, Menno. Ich mache jetzt die auf hart. So, irgendeine. Ja, das geht. Ja, und dann mache ich den direkt rein. Der ist zwar nur noch auf 11. Und ob ich den schaffe, weiß ich gar nicht. Ach, egal. Ich riskiere es einfach. Einfach zur Präsentation des Omega-Shenlongs. Auf Level 11. Hust. Ja, die zeige ich gleich gerne nochmal, die Charaktere. Ich mache das Level hier noch schnell zu Ende. Bin ich eh Stamina leer und kann erstmal nichts mehr machen. Auf jeden Fall habe ich, weiß ich, nur 3 oder 4 SSR, also noch nicht viel. Ich habe ja das erst neu angefangen, das Spiel wieder. Da haben wir Bardock wieder. Da hast du schon mal ein SSR als Präsentation. Ein der Äffchen. Bardock in Affenform. Ich habe das Affenpack einmal gemacht. Und halt den und den Tora rausgezogen in einem Paket.
schon mal gut für einen Anfang, nur ich habe halt nicht genug Teampunkte, um halt den anderen Affen mit reinzunehmen. Und den grünen Freezer, den habe ich aus dem Gotenks-Pack gekriegt. Ich wollte eigentlich den Tech Gotenks haben, aber ich habe nur den Tech Golden Freezer bekommen. Ja, das ist, weiß ich. Ich habe eben erst einen Rang abgemacht. Ja, das stimmt. Die Affen sind wirklich cool. Wenn du dann zwei Stück in einem Team hast, hast du natürlich höhere Chance, dass sich einer davon verwandelt. Deswegen will ich den zweiten halt auch irgendwann mal ins Team reinkriegen. So ein reines Affenteam wäre ja auch mal ganz schön, glaube ich. Das wäre zu ultra. Aber erstmal 6 Stück bekommen, ne? Das ist halt das, um was es geht. Uff. Kriegen wir dich auch Super Attack hoch? Nö, wa? Nicht wirklich. Ja, Golden Freezer ist auch cool. Mit den zwei Affen zusammen will ich den auf jeden Fall mit ins Team haben. Auch wenn ich dann zwei Grüne drin habe. Aber dann kommt der grüne eher farmbaren Goku da, der kommt dann auf jeden Fall raus. Aber Teampunkte halt, das ist halt das Problem an der ganzen Sache, ne? Dass ich die nicht reinnehmen kann. Noch nicht. Ich war beim dreifachen XP-Bonus war ich halt ein bisschen, naja, zu faul, weil ich das halt mit meinem Account hauptsächlich ausgenutzt habe. So, rot. Rot macht den kaputt, also machen wir blau dahin. Na, Bardock ist echt cool. Den habe ich auch direkt gegen Freezer eingetauscht. Ich wollte ihn unbedingt ins Team haben. Besonders weil ich halt Bardock auch gerne mag. Ja, mein Handy-Ack. Den werde ich die Tage auf jeden Fall mal zeigen. Ich mache heute oder gleich am besten einfach mal Screenshots. Lade die Bilder dann auf Dreamies, glaube ich, hoch und dann verlinke ich das hier in dem Kanal. Ich werde heute Abend nach dem Essen, was weiß ich, gegen 7, 8 Uhr, müsste ich Stamina ja voll haben. Dann mache ich nochmal hier Dragon Ball-Ack und lade dann nebenbei oder vorher die Bilder hoch. Wo ich die dann verlinke, gucke ich dann mal. Aber an sich unten in der Beschreibung, in der Infobox, werde ich mir wohl dann die Links reinhauen. Ja, dich fragen wir an. Gut, kann man auch sogar noch Anfrage senden. Juhu. So, zeige ich nochmal das Team. Zum tollen Ende. 48 Steine haben wir jetzt. So, das sind halt jetzt die ganzen Kärtchen, die ich bisher gesammelt habe. Ich habe an sich nichts weggeworfen, außer die Endinger. Ja, das ist natürlich cool. Nur das Problem ist halt auch, dass auf meinem großen Account, also dass ich auf Handy habe, quasi alles mögliche an Steinen schon gefarmt habe und da halt nicht mehr wirklich an Steine rankommen, da muss ich dann ja auf die Einlog-Belohnung halt hoffen und warten und ja, 13. Turnier, ne, da wird man ja auch noch gut Steine zusammensammeln und hoffentlich kann ich das Pack dann einmal machen für den Shenlong. Gita brauche ich ja dann nicht mehr, den habe ich ja schon. Ja, an sich ist das so das, was ich habe. Hab halt die ganzen SR-Charaktere und R erstmal behalten für die Strike-Events später. Damit ich da halt schon mal den ein oder anderen Charakter habe. Besonders Stunner und sowas, die habe ich halt direkt behalten.
Na, hab einmal auch noch dieses. Hab einmal noch dieses Int-Pack da letztens gemacht. Wo ich mir dann halt auch diesen Elder Kai schon mal mitgenommen habe, den ich auch noch behalten möchte. Wenn ich dann Gogeta oder den Omega Shenlong kriege, dann kriegt der auf jeden Fall den Elder. Ah, sind noch zwei Steine. Nachher dann noch zwei Level machen. Dann bin ich gespannt, was ich da rauskriege. Ach, machen wir mal. Awaken. Ich kann man nicht mal. Gut, dann mache ich Training. Und mache die Videlda erstmal. Die rote. 30%. Mal gucken, ob es was bringt. Ich hoffe es. Ja. Schlecht nicht, aber es könnte besser sein. Gut, hat sogar mit 30% direkt funktioniert. Wahnsinn. Na, da ist die Frage, mache ich die zwei zusammen oder lasse ich sie einzeln? Naja, ich brauche nämlich Platz. Ja, der, die können, glaube ich, schon ineinander, ne? Ja, mache ich jetzt mal den, obwohl. Den awake ich, glaube ich, erstmal, wenn es geht. 50, 5, 1. Ja, nee, das lasse ich. Dann lasse ich sie erstmal so. Muss erstmal die ganzen SR-Dinger nochmal sichern. Stell ich mir mal irgendwas verkauf wieder. Kann man dich. Ja, wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, was ich mit den ganzen Charakteren machen soll. Ich habe sie jetzt erstmal alle behalten. Bevor ich die irgendwie versetze. Damit ich halt, später eventuell was auch immer hochziehen kann, weil ich ziehe ja auch immer mit 30 und 1 und 5% ziehe ich ja jeden möglichen Kram hoch. Und ich kann immer noch kein Freundessummon machen, ne? Doch, ich kann. Ich mache jetzt nochmal. Du hast doch Cyborg, oder? Ja, ich mache jetzt mal das Pack. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe allen Ernstes schon 30 Packs gemacht und diese C17-18 Kombi nicht bekommen. Das ist echt... Ärgert mich. Auf meinem Handy-Account erstes Pack direkt drin gehabt, also... Deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. Aus Jux und Dollerei, aus Langeweile, was auch immer. Ich krieg die zwei einfach nicht. Das ärgert mich so extrem. Kann ich machen, was ich will. Ich bekomme sie einfach nicht. So, mal gucken. N. Düpp, düpp, düpp. Grün, grün, blau. Was hatten wir jetzt genommen? Wir haben den blauen genommen, ne? Ne, grün. Ja, sei froh. Sag ja, auf meinem großen Account auch beim ersten Mal direkt gekriegt. Und hier, keine Ahnung, 30 Dinger oder so gemacht und ich krieg ein Bullshit. Ja, Glückwunsch. Cool. Echt. So, kriegt mir mal einen dicken, fetten Push jetzt hier. Na, hätte ich gestern die zwei Steine nicht ausgegeben, um hier die Fächer unten nochmal hochzumachen, hätte ich jetzt das Pack machen können. Haha. Nicht die Panzer verwenden. Zu wertvoll, ja, ich weiß. Aber man kann es ja eh jeden Tag machen. Daher wollte ich jetzt den Bardock erstmal eine Runde pushen. Ich habe nämlich noch nicht so viele Items. Machen wir ein. Ach, ich wollte nur ein. Die anderen zwei hebe ich mir auf, falls ich noch was Gutes krieg. Ja, macht ja nichts. Na, hat natürlich nichts gebracht, war auch
ein bisschen unnötig. Aber ich level halt. Muss ja leveln, geht ja leider nicht anders. Der kann weg, der. So. Erstmal die Gärtchen. Na, ich find's ja halt cool, aber dafür müssen sie halt LR sein, ne? Um damit sie richtig gut sind. Das ist halt der Nachteil da dran. Aber ich will halt die zwei haben gegen diesen Agelcell. Ja, Cell, jetzt ist es richtig. Will ich das halt eintauschen, weil der mir auf den Zeiger geht, der gar nichts. Mal gucken, wie viel Teamkosten haben wir denn jetzt eigentlich? 68. Geht immer noch nicht. Na, das stimmt. Das dauert erst extrem lange, bis man da mal was auf LR hat. Ich habe den Goku leider auch noch nicht. LR. Auf meinem großen Account jedenfalls. Habe ich den noch nicht. Hier sowieso noch nicht. So, was wollte ich denn jetzt? Ja, ich wollte den Scheiß nochmal machen, genau. Häng dich nicht weg. So, und nochmal, weil es so schön ist. Ich habe sonst eh nichts zu tun. Kann ich die Punkte da alle rausschmeißen. Warum nur, warum nur? Ich hoffe, dass dann das Ugita-Pack nicht so mies läuft wie hier. Okay. Na, das ist ja echt cool. Na, wie gesagt, ich werde heute Abend mal von meinem großen Account das hier alles verlinken. Und dann kannst du dir das mal angucken, was ich da so alles hab. Die 100.000, ne? Ach, 300.000 sogar. Uiuiui. Na, ich mach die Karten einfach so weg. Ich muss ja sonst nichts großartig hier leveln. Noch nicht. Die SSR, die habe ich ja soweit alle gelevelt, soweit es geht. So, ein bisschen Platz schaffen wieder. Ach ja, und ich mach's nochmal. Ich kann's ja nicht lassen, ne? Jetzt gib. Gib ihm bitte. So, jetzt aber. Nein. Nee, den wollte ich auch nicht. Den Gummi und Vogel. Ach ja, kriegt man wieder alles, nur nicht das, was man will.
Na, die werde ich. Ach nee, das ist ja eh nur ein R. Den ist egal. Den werde ich mal sichern. Ach stimmt, der ist ja auch noch nicht wirklich gelevelt. Machen wir den mal. Der ist zwar eh Schrott eigentlich, aber egal. Noch brauche ich ihn. Na, wird auf jeden Fall Zeit, dass ich die Tage dieses Turtle-Event auf jeden Fall jeden Tag regelmäßig mache, damit ich halt noch Items kriege, falls ich aus dem Pack noch was Gutes kriegen sollte. Und nochmal. Wenn ich mich nochmal ärgern kann. Sogar die doofen Punkte sind weg, ey. Ich kann es nicht mehr sehen. Gib mir doch mal C18 und C17, bitte. Nach gefühlten 40 Versuchen. Ich hätte mal so eine Strichliste führen sollen oder so. Nein. Nein. Kriegt man mal SR und dann sowas. Nee. Hey. Ich bin begeistert. Ich habe sie gekriegt. Juhu. Nach 30 oder 40 Packs. Oh mein Gott. Ich bin begeistert. Juhu. So, da wird nicht lang gefackelt. Der kommt raus, die kommen rein. Patsch. So wollte ich das nämlich die ganze Zeit haben. So. Moment, erstmal Training. So, kommt nämlich der komische, dann mal damit direkt rein. So, machen wir den direkt hoch. Zack. Ja, C18, C17. Patsch. So. Na, den tue ich vielleicht für Punkte weggeben. 20. Der ist auch grob upgegradet. Den nehmen wir noch, den nehmen wir noch. Den nehmen wir noch. Da haben wir schon mal 31. Haben wir noch irgendwas Blaues an Items? Jo. So, 40. Die werde ich nämlich direkt pushen. 51. Gegen Cell. Ja, danke fürs GW. Endlich mal geschafft. Satan ist gut gegen Cell. Wieso? Ich habe den da nie wirklich benutzt, wenn ich ehrlich bin. Ach, nicht alles. So. Direkt 54. Bam. Direkt einen fetten Push gekriegt. Dann sollten sie besser sein wie der Cell. Na, nur von der Def her noch nicht, aber egal. Fehlen ja noch ein paar Level. Ah, Gott sei Dank habe ich sie endlich. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ne, ja. Ja, ich weiß. Benutze da dann Items, ist ein bisschen blöd, aber das war mir jetzt erstmal egal. Ich habe nach 30 Packs endlich gekriegt, da musste ich jetzt auf die Kacke hauen. Das ging nicht anders. Videl? Ist ja doof. Ich habe keinen Platz mehr. Ach egal, ich werde jetzt einfach Videl bzw. den hier wegballern und den gleich mit. Passt schon. Okay.
Ja, keine Ahnung, ich habe den noch nie gegen Cell benutzt. Ich habe gegen Cell immer nur SSR bzw. UR-Charaktere genommen. Daher, keine Ahnung. So, direkt eine Runde was abbauen. Tschüssen. So. Und weil ich es ja wieder nicht lassen kann. Einen kann ich noch, ne? Zwei. Vielleicht kriegen wir ja noch einen. Haha. Wäre ja zu cool. Jetzt habe ich Glückssträhne. 40 Packs nicht und jetzt gibt es in jedem Packs einen. Haha. Ha. Bisschen Wunschdenken darf ja auch mal sein, oder? Geld nehme ich aber auch, kann ich noch gebrauchen. Joa, nehmen wir mit. Okay, so nicht. Zu wenig Platz, das ist echt noch nervig, dass man dann immer nach einem Pack direkt umändern muss. So, erstmal verkaufen. Plüpp, plüpp, plüpp. Ich brauche Geld. Dann mache ich das direkt nochmal. Dann habe ich die Punkte weg und brauche es nie wieder machen erstmal. Ich will jetzt mal eine Ruhe. Aha. Oh, da könnte was drin sein vielleicht. Was haben wir denn Feines? Nicht? SSR-Statue, haha. Oder nur SR. So viel zur Glückssträhne. Jetzt darf ich wahrscheinlich erst mal wieder 10 oder 30 Dinger warten, bis dann der nächste kommt oder sowas. Der Account hat wohl echt Pech mit diesem C17, C18. So, dich machen wir weg. Jetzt mache ich nämlich erstmal Platz, dass ich dann das Pack nachher machen kann. Obwohl ich echt überlegen bin, ein Stein oder zwei mehr zu farmen, um halt nochmal die. Ja, ist das Charakter-Dinger da halt zu pushen. So, in den mache ich jetzt mal den anderen rein, den wir gekriegt haben. Vielleicht läuft das ja. Da sind wir schon mal drei. Oder auch nicht. Na, die zwei Ergo-Gus, da weiß ich auch noch nicht, was ich mit denen mache. Lasse ich auch erstmal drin. Ja, keine Ahnung. Zu viele R-Charaktere, die man eigentlich alle rausschmeißen könnte. Viele davon jedenfalls. Na, wen oder was level ich denn jetzt? Ah, stimmt, ich habe gesehen, Videl. Haben wir noch eine? Komm mal her. Die Videl, die kann man nämlich Doken awaken. Deswegen. Ich meine, so gut ist sie ja eigentlich nicht, aber egal. Hauptsache, man hat sie, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Schade, schade. Vorhin hat es geklappt mit 30%. Gucken wir mal hier nochmal. Vielleicht haben wir noch was Schönes zu kaufen. Na, nee. Ich brauche eh erstmal noch keine Items. So, Charakter. Wen versetzen wir? Dich auf jeden Fall. Obwohl, der kann auch nichts, ne? Doken bewegen kann man den ohne. Also kann er weg. Tschüss. Was kann der? Doken bewegen kann man den auch nicht. Den auch nicht. Was kann der? Na, den behalte ich mal. Ach, den haben wir doppelt. Hab ich gar nicht gesehen. Kann der irgendwie stunnen oder sowas? Nö, aber den behalte ich wohl auch erstmal.
Der konnte aber irgendwas, genau. Minus 30%. Da haben wir den gleichen nochmal, kommt direkt weg. Aber den Blöden braucht man echt nicht. Ja, den braucht man wahrscheinlich auch nicht, aber... Hat immer einen passiven Skill. Aber den tue ich lieber dann zum Leveln irgendwo reintun. Dr. Geros haben wir ein paar. Mal sehen, ob wir den vielleicht ziehen. Aber erstmal 110 Punkte. Oh! Und ich habe eine Dingens bekommen. Eine Questabschluss. Ein Stein! Es fehlt nur noch einer. WTF. Ich freue mich. Create and Device Transfer Code gibt auch noch einen Stein, ja. Sorry, aber das muss ich jetzt wirklich machen. Da werde ich dann aber kurz die Aufnahme pausieren, nicht, dass ihr mir den Code ablesen könnt. Dann werde ich mal kurz die Aufnahme stoppen und dann komme ich sofort wieder. Und dann dürft ihr mitfiebern, wie viel bzw. was ich bekomme. So. Na, dann mal bis gleich.